Für die Heusaison ist man auf dem Betrieb von Bruno Hobby in Mels bestens gerüstet. Das Pöttinger Mähwerk wird vom kürzlich erworbenen Metra K7X angetrieben. Nach rund 7000 Stunden Einsatz mit einem Metrag 3003S hat sich Bruno Hobby wieder für einen Zweiachsmäher der Marke Reform entschieden. Ich habe mit dem bisherigen Mäher 21 Jahre gearbeitet und nie große Reparaturen gehabt. Ich war zufrieden und deshalb habe ich mich wieder für einen Reform entschieden. Die neue X-Baureihe ist 2008 das erste Mal vorgestellt worden und kam 2009 auf den Markt. Eine starke Motorisierung und eine einfache Bedienung bei gleichzeitig hohem Komfort zeichnet diese Maschine aus. Der H7X ist bei Reform das Spitzenmodell unter den hydrostatisch angetriebenen Zweiachsmähern. Die klimatisierte Fahrerkabine schätzt Bruno Hobby besonders. Bei heißem Wetter kann ich die Temperatur einstellen. Bei windigem und regnerischem Wetter bin ich gut geschützt. Die Übersicht in der Kabine ist gut. Ich sehe auf einen Blick alles, was ich brauche. Und gerade beim ersten Heuschnitt kommt der Vorteil einer geschlossenen Kabine zum Tragen. Den Staub des Löwenzahns ertrage ich nicht besonders gut in meinen Augen. Mit der neuen Kabine ist das jetzt viel besser. Wenn es um technische Fragen rund um den neuen Metra K7X geht, bekommt Bruno Hobby Unterstützung aus der eigenen Familie. Sohn Andreas ist gelernter Landmaschinenmechaniker und kennt sich mit dieser Maschine schon bestens aus. Hier die Highlights aus seiner Sicht. Die ganze Motorhaube öffnet sich mit einem Knopfdruck lässt sich die Motorhaube mit Hilfe zweier Gaszylinder öffnen. Darunter befindet sich ein VM-Dieselmotor mit 70 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Im Heckbereich hat es drei doppelt wirkende Steuerventile und ein einfach wirkendes mit freiem Rücklauf in den Tank. Das Hubwerk weist eine Hubkraft von 1,5 Tonnen auf. Das Zugmaul ist in der Höhe verstellbar. Das Fronthubwerk verfügt über eine externe Bedienung. Dann haben wir weiter vier doppelt wirkende Steuerventile mit einem freien Rücklauf direkt in den Tank. Das Fronthubwerk weist ebenfalls eine Hubkraft von 1,5 Tonnen auf und ist seitlich über diesem Zylinder verschiebbar. Und die Fahrerkabine hat folgende Funktionen. Der Metrag hat eine geschlossene Kabine mit Klimaanlage, Lüftung und Heizung. Diese befinden sich im Dachbereich neben dem Radio. Neu hat der Joystick vier Windrosenschalter. Mit einem Schalter können gleich vier Funktionen ausgeführt werden. Die Allradlenkung kann über den Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Neu befinden sich auch die Funktionen des Heckhubwerkes auf dem Joystick, das mit dem Windrosenschalter bedient werden kann. Seitlich befinden sich die übrigen hydraulischen Funktionen des Metrag, wie die verschiedenen Lenkungsarten und die restlichen Steuerventile. Neu ist im Armaturenbrett ein Display, das die verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel die Drehzahlen der Front- und Heckzapfwelle anzeigt. Und letztlich kann das Lenkrad jetzt auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Die Allradlenkung garantiert eine sehr große Wendigkeit und bietet vier verschiedene Manövrierarten. Frontlenkung, Hecklenkung, natürlich die spurtreue Allradlenkung und der Hundegang. Auch wenn es nicht ausgesprochen wird, ist es doch bei den Hobbys spürbar. Man ist stolz auf die neue Maschine und die bevorstehende Heuernte, die mit dem Metrag H7X in Angriff genommen wird, bringt Freude in den Arbeitsalltag.